Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Battlefield Hardlines Singleplayer 100 Protein Trophäen 1. Wir sehen Episode 4, Klappe zu und wir starten mal. Warum bin ich Experte Level 1? Das verwirrt mich. Hä, das verwirrt mich gerade ernsthaft. Warum speichert er das nicht? Egal, das sehen wir gleich in-game. Wenn nicht, wäre das echt schwul für die Trophäe, weil... Ja, also... Die, was bisher geschah? Was bisher geschah, juckt uns nicht. So. Nee, Experte Level 10, passt alles. Wir sind immer noch hier im Einkaufszentrum und müssen Kai finden. Wir müssen... Achso, wir sind wieder hier. Wie sieht's aus? Das sind ziemlich viele, du hattest recht. Ja, das kennen wir ja schon. Ich glaube, das wird echt spannend und ich habe da echt Bock drauf. Schalldämpfer ist hier noch mit drauf. Griff haben wir. Können wir da was? Das war doch schwul, oder? War das schwul? Ne, das wird nicht. Taser und Munition. Polizeiknüppel. Ja. Alles das gleiche. Ja. Man hört ja das nicht. Kai, ich höre dich nur ganz leise. Keine Bewegung! Nicht gut. Ja, kein Problem. Oh, geht das fast mal wieder los, ne? Das ist ein bisschen komisch, dass man die einfach immer so wegnocken kann. Dass du nicht mehr dieses Kampfen. Hier ist hier irgendwo! Findet sie! Such nach beiden in Hand! Polizei! Du bist verhaftet! Ja, ja. Die wehren sich ja nie. Das ist ein bisschen komisch. Krass wäre es gewesen, wenn du sagtest so, man hätte nur eine bestimmte Anzahl an Kabelbindern. Bleib, wo du bist! Ja, kein Problem. Okay. Ich arbeite hier nur. Nicht schießen! Da kam der Pro, mir wieder durch. Wir werden wahrscheinlich sterben. Also wenn du es einfach verkackt hast, ne? Dann ist hier Leben durchkommen. Dann ist hier Leben durchkommen echt nicht so. Meine ich, deswegen ich nicht fällt. Warum werde ich das von hinten schießen? Den wahrscheinlich auch nicht lebend da drüben fassen können. Hier lang. Ist tot. Ist auch tot. Der auch wieder unten lebt. Ich komme ein bisschen backdoor-mäßig an den Rand. Verdammte Scheiße! Dass wir den vielleicht doch noch so hoch kriegen. Oh, wir können hier sogar hoch. Gehen wir mal. Gehen wir doch mal gucken, was hier oben ist. Scheiße! Wie wir sehen, ist hier. Nix. Verstärkung kommt wohl keine, oder? Sorry. Hier ist der Einsatz geheim. Ich weiß, ich wäre der einzige korrupte Kopf in der Stadt. Nein, aber der einzige, den ich geschnappt habe. Noch hast du mich nicht verhaftet. Das macht dich also mit Sicherheit mitschuldig. Ja, red einfach weiter, Stoddard. Warum lässt er sich immer so viel Zeit mit der Brechstange? Scheint beliebt zu sein. So, diesen Taser.
brauchen wir nicht. Ja? Wir holen uns C4, Alter. C4 rockt. Ihr seid vielleicht jetzt noch nicht davon überzeugt, dass C4 okay ist, aber. Leute. Seht ihr, wir legen jetzt C4. Was legen wir jetzt hier hin? Ja. Jetzt gehen wir da rein. Kai. Kai. Hey. Let's go, okay? Oh, naja. Na doch. Das ist unterwegs. Wir sollten ihn im Hof treffen. Gut. Dann verhaften wir Starbuck. Wow, 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 wow. Da kommen mehr Leute von uns. Wir müssen ihn hier wohl rausschicken. Oh, hörst du das nicht? Vielleicht braucht ihr mich. Jetzt kommen die da gleich. Mein C4 ist weg. Sofort stehen bleiben! Das ist ja schwul. Ich dachte, ich outplay die jetzt mega, legt da C4. Und wenn die kommen. Gewöhn dich nicht dran. Sobald wir hier raus sind, bringen wir dich zur Dienstaufsicht. Unterschätzt mal nicht das, was ich mit dir. Was er da macht, ne? Markiere ich noch mal. So, genau. Sesam ist Sniper ganz schön, wenn man nicht die beiden. Hast du wirklich vor, die Arschlöcher kommen zu lassen? Scheiß drauf, wir nehmen den nicht fest, wir knallen aber ab. Ein bisschen Battlefield-Stimmung müssen wir ja hier reinbringen. So, müssen aber ein paar markieren Points. Ja, genau, wieder Pistole. Ach, scheiße, so. Hier drüben! Oh, Dead End. Dead End. Hab ich gar nicht gesehen. Okay, 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 okay. Haben wir jetzt echt C4? Ne, haben wir nicht. Toll. Irgendwas kommt hier runter. Oh nein! Da, da, Ah! Der hat die Platt gemacht. Was ist das für ein Orkan hier, Alter?
sich ja die halbe Stadt auseinander. So, dieser Davis, wie auch immer der ausgesprochen wird, der ist 100% korrupt. Ich glaube schon. Ich glaube, der ist kein Nice Boy. Boah, dass dieser Stuhl so quietscht, ne? Tut mir echt leid. So ein bisschen, vielleicht. Nicht. Tschüss. Also, Nick. Sergeant Karl Storrad, du hast das Recht, zum ersten Mal in deinem Leben zu schweigen. Alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet Mendoza, werden. Es reicht. Hier ist alles drauf, was du wissen musst, Captain. Lass mich raten. Wer begann den Drogenkrieg? Ist die eine Crew, die andere ausradieren, bis keine mehr übrig war? Bis auf seine, Sir. Ich habe Hinweise, dass Nels mit einem Detective aus Miami zusammenarbeitet. Ich wusste immer, dass du den entscheidenden Beweis findest. Ich wusste es. Danke. War klar. Passt schon. Hey Nick, ganz ehrlich. Ich bin dir dankbar, dass du mir das Leben gerettet hast. Wirklich dankbar. Leck mich doch. Nick, lass es! Kyle. Die Dienstaufsicht wird einen Haufen Geld in deiner Wohnung finden. Genau $33,000. Exakt die Summe, die Nils zuletzt überwiesen hat. Tja, die Frage ist natürlich, was du mit dem Rest gemacht hast, Detective. Was zum Teufel soll das? Kyle hat für dich gekämpft. Immer wieder. Warum hast du das Scheißgeld nicht einfach genommen? Ach, darum geht's hier? Wir haben's versucht! Ich war sicher, dass du bei uns einen Platz finden würdest. Aber du... Du willst sicher für einen von den Guten. Oder? Gute gibt's nicht, Junge. LOL! Wie krass ist das denn? Also, mir war klar, dass dieser Dawes übel das korrupte Arschloch ist. Aber Kai? Was ist mit der los? Die Hure. Ist doch nicht ihr Ernst? Da vertraut man einmal einer Frau, ne? Man wird direkt in den Arsch gebumst. Diese Schnäpfe. Ist nicht gut, Leute. Nicht gut. Also, ne? Also, ich will nur gesagt haben, dass ich mich jetzt echt verarscht fühle. Ich dachte am Anfang, wir sind korrupt. Und jetzt weiß ich aber, dass wir voll der Good Guy sind. Halt die Schnauze, Metcalf. Ich hab gesagt, Schnauze halt. Wir sind richtig am Arsch der Welt. Verdammt nochmal, halt's Maul! Was willst du denn dagegen tun? Mich einbuchten? Hey, Metcalf. Es reicht jetzt. Halt du dich da raus, Mendoza. Gern doch. Guten Abend, Detective. Tam? Ja, wir beide sind weit weg von zu Hause. Hey, hört sie! Augen nach vorn, klar? Nettes Gespräch, Tam. Hier wird gleich eine ganz heftige Nummer gestartet. Nice. Du ödest mich an, Tam. Mach mich nicht an, Mann! Ich bin nur der Bote. Tyson hat gesagt... Moment. Heißen Latchford? Ja, siehst du, jetzt hörst du mir ja doch zu. Okay. Der Plan geht folgendermaßen. Boom. Oh Mann, scheiße. Tyson. Ich sollte dich warnen, aber
Alter, halt dich einfach irgendwo fest. Ted, was ist hier los? Partytime. Partytime. Das ist geil. Das ist echt. Trick to G. Wie lange ich den Schlüssel schon habe. Und schon gar nicht, wo ich ihn bisher stecken hatte. Was machst du da? Tyson wartet am Wasserturm auf dich, sobald er damit fertig ist, die Bullen abzulenken. Was? Geh zum Wasserturm. Hey, Moment mal. Und was ist mit dir? Mann, hast du's an den Ohren? Wasserturm, los! Wo ist denn? Da ist ein Wasserturm. Awesome. Ich weiß, dass man hier aus dem Bullen. Das ist zu viel. Aus irgendeinem Bullenauto soll man sich wohl ein Dings snacken können, so ein Taser. Und ich hätte gern einen Taser. Zentrale mobile Einheit 2. Zwei Häftlinge am Boden. Brauchen Lufteinheiten. Ja, jetzt hast du mich gesehen. Du hässlicher Jude. Oh lol, hab ich nicht gesagt. Sorry, guys. Na, an den komme ich eh nicht ran. So, Leute. Wie gehen wir das jetzt an? Kann ich sowas hier kaputt hauen? Nein. Nice.